Willkommen zurück zu Let's Play Thief. Und vielleicht einem der letzten Part, wenn nicht sogar dem letzten. Denn wir sind jetzt in Kapitel 8. Ungewollterweise. Neue Karte, wir sind schon wieder in einem neuen Gebiet. Wir wollten eigentlich niemals hier rein. Zumindest nicht, bevor wir nicht alle Nebenaufträge und Missionen gemacht haben. Die von Besso haben wir jetzt letztendlich verpasst. Okay, nee, wir speichern lieber. Wer weiß, was da gleich kommt. Hier steht noch was. Das will ich haben. Hier ist keiner. Geh weg. Da ist aufmerksam geworden. Guck weg. Komm, dreh dich um. Ich muss an dir vorbei. Okay, lauf. Aua. Lauf. Mohn brauche ich nicht. Okay, er scheint wieder normal zu sein. Aber er sucht nach mir. Nein, nein, ich bin nicht hier. Geh weg. Geh weg. Okay, war klar, dass wir den nicht loswerden. Versuchen wir es noch einmal. Aber wir müssen das Zeug mitnehmen, auch wenn ich nicht mehr weiß, oder nicht weiß, wozu ich das noch hole. Diesmal hole ich mir nur die Kanne. Guck weg. Ein altes Goldstück. Aua. Schlimm ist, er weiß, was er tut. Das ist das Problem. Unter der alten Kathedrale bereiten sich die Götzen auf ihre neue Dämmerung und auf Orions wundersame Heilung vor. So, ganz ruhig. Diesmal ist er nicht so aufmerksam. Wir lassen ihn jetzt erst beruhigen. Schon hat er all seine Vision verloren. Wir müssen an ihm vorbei. Hoch geht es nicht. Hier ist niemand. Okay, nichts wie weg. Gut, wir haben es geschafft. Schloss knacken. Bevor der nächste kommt. Will er nicht? Doch. Vibrationsalarm hier lenkt ein bisschen ab. Okay, einmal gucken. Es kommt keiner. Kiste auf. Haarbürste gehört mir. Das Teil auch, Türkisbrosche. Das nehme ich mit. Trauerglocke. Angesteckte Kastina. So, eine Ecke verstecken, speichern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde jetzt zu gerne zurück zur Stadt gehen und die letzten Nebenmissionen machen, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Oh oh, was ist mit dir los? Du tanzt. Tanzen finde ich nicht witzig. Was soll ich denn machen, um an dir vorbeizukommen? Frage ist, muss ich an dir vorbei? Wahrscheinlich. Da muss ich lang. Da muss das Schloss knacken. Er ist ja fies. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen, wenn er da runter?
Hoffentlich tanzt er jetzt nicht mehr, dass es nur ein Bug war. Aufgrund von irgendwelchen Ladeschwierigkeiten. Nee, er tanzt nicht mehr. Wir sollten mal die Blendgranate rausholen. Ich wollte die schon immer mal probieren. Explosionspfeil, das hört sich auch gut an. Leuchtbombe. Das perfekte Ding, um hier zu verschwinden. Können wir hier hoch? Nein. Er untersucht das Schloss. Das kann er lange untersuchen. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit zu verschwinden? Sich in eine Ecke zu stellen? Nein. Aber offensichtlich macht ihm die Leuchtgranate sehr viel aus. Licht tötet ihn. Okay, das heißt, wir werden zwei Leuchtgranaten benutzen. Das ist die Idee. Hol sie schon mal raus. Eins. Und zwei. Das Ding ist tot. Ein Glück. Schloss knacken und dann nichts wie weg hier. Eins. Zwei. Drei. Bitte lass mich raus. Es ist so gruselig hier. Oh mein Gott, Licht. Es werde Licht. Mach die Tür zu. Das Boot. Die Götzen waren fleißig. Noch eine von Orions Ideen, die nie in See stechen. Finde einen Weg zum Schiff. Ich gebe mein Bestes. Ach so, geht's nicht runter. Hä? Aber wie komme ich denn hier lang? Doch, hier geht's runter. Ah, schon wieder so viele Leute hier. Gehen wir erstmal außen rum. Neue Karte. Was gibt es hier Schönes? Die Altstadtklippen. Ah, hier sind wir hoch. Das ist interessant. So kommen wir zumindest schon mal an den Wachen vorbei. Ohne groß Aufmerksamkeit zu erregen. Und hier haben wir einen Spind. Oh Gott, speichern. Sehr gut. Durch diese Tür geht's nicht durch. Man kann schon mal nicht oben rum. Der hierher? Tatsächlich. Geschafft. Ein Wurfobjekt mitnehmen. Oh, da ist der nächste. Auch ruhig. Wir glauben an das Volk. Wir glauben an das Fleisch. Wir glauben an Orion. Ich glaube an gar nichts, außer an euch und dass ihr mir Geld gebt. Dann brauche ich den
Irgendwas beobachtet mich. Ach, oben. Bei allen toten Göttern. Guck weg. Der guckt nicht weg. Oh, bitte, guck doch weg. Ungläubigen umgeben. Nur der Gesalbte kann sie jetzt noch retten. Wir speichern an dieser Stelle, weil es mir zu riskant ist, jetzt einfach den Drahtschneider zu benutzen. Na, also geht doch. So, und jetzt rein. Ich bin neuerdings so müde. Jetzt bist du erst recht müde. Flieg runter. Speichern. Oh Gott. So. Also wir kommen zwar immer höher. Verriegelt. Und wir stehen auf dieser Seite. Mit dem Mann, vor dem Orion flieht. Wird er uns retten, aber noch lange nicht da. Verlassen? Zweifelst du an Orion? Hat er nicht alle seine Versprechen gehalten? Alle? Da ist er! Ich hab... Armer Ungläubiger! Es gibt kein... Die Schatten haben ihn wieder verschluckt. Ja, glücklicherweise. Die Ungläubigen müssen im Namen der Dämmerung leiden. Ich suche hier unten. Genau, such mal unten. Verdammt, ich habe mich geirrt. Keine Spur. Als hier jemand war, ist der jetzt weg. Da ist er. Okay, ich muss wieder abhauen. Gibst du etwa schon auf? Ja. Wo ist er? Flucht! Hä? Brüder! Nicht einmal unser Anführer wurde verschont. Ich habe keine Nahrung mehr, es ist so zum Heulen. Keine Vergebung! Dafür töte ich dich! Explosionsfrei. Anders geht's nicht. Warum? Okay, wir haben's geschafft. So, damit ist er weg. Krähe werden wir auch gleich los. Herzinfarkt. Einmal umgucken. Nichts hier, wir können weiter. Oh, sehr schöne Leuchtbombe. Und dann weiß ich auch, dass wir diesen komischen Viechern gleich wieder begegnen werden. Und die sind nicht sauber. So, der Baron ist weg. Hier kommen wir nicht durch. Aber oben rüber. Neue Karte. Wie es aussieht, sind schon alle auf dem Schiff. Leider auch der Landungssteg. Tja, ich komme auch so an Bord. Komme ich das? Achso, das wäre jetzt außenrum gewesen. Ja, nee, ist klar. Dann tschüss. Ein Händler. Geh nachsehen. Oh mein Gott. Ganz viel Nahrung kaufen. Brauche ich sonst noch irgendwas? Nee. Aber wir können den Fokuspunkt gleich noch einlösen. Explosionspfeile sind teuer. Sehr teuer. Feuerpfeile gehen so. Wasserpfeile, die nehmen wir jetzt nochmal mit rein. Seilpfeile. Stumpfer Pfeil. Meinetwegen auch Feuerpfeile. Das, wisst ihr was, es ist mir egal, was das jetzt kostet. Ich nehme alles mit. Ausverkauft. Alles ausverkauft. Außer Mohn. Mohn brauche ich nicht.
Kein Umtausch. Ist nicht schlimm. Wir werden auch nicht mehr wiederkommen. Garantiert nicht. So, hier kommen wir hoch, aber da will ich noch nicht hoch. Das ist der letzte Händler, dem wir begegnen können. Dann speichern wir mal. Dämmerschein. Oh, ich hätte zu gern die anderen Aufträge von Besso noch fertig gemacht. Ich glaube, dass Besso wieder im verkrüppelten Barrack ist, denn im Sirenennest haben wir ihn nicht mehr getroffen. Das Trockendock. Hier geht's lang. Und außenrum wäre auch was gewesen. Finde Orion und Aaron. Okay. Antriebsraddeck. Ich lasse alles andere liegen. Was soll's? Jetzt will ich nur noch das Spiel fertig haben. Durch diese Mission durch. Man hätte früher wissen sollen, dass man die letzten beiden Missionen am Stück machen muss. Denn dann hätte ich vorher geguckt, ob ich Besso irgendwo im verkrüppelten Barrack finde oder nicht. So. Hier ist nicht viel los. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Von da sind wir gekommen. Und hier geht's runter. Wir haben zwar Wasserpfeile, aber wir brauchen sie nicht. Nirgendwo steht Gold, alles ist aus Holz. Gläser sind noch hier. Wir speichern, dass wir so weit gekommen sind.